Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ja, wir haben uns überlegt, wie verfahren wir weiter? Wir brauchen Geld. Erstmal geht's ins Bett, weil okay, sonst. Dein Hund pennt draußen, warum auch immer. Na, guck mal, es wird doch langsam. Aha. Ich hole jetzt ganz, ganz, ganz viele Pastinaken. Und da können wir uns dann nochmal gut Geld, denke ich. Alter, 1300! Dann hätten wir doch bald so einen so einen Stall oder so. Kartoffeln. Hm. Das hier nicht, schade. Ich heb mal die Kartoffel auf und so, im Fall der Fälle. Das hebe ich mal eins. Oh, nein. Obwohl, ihr seht, wahrscheinlich egal. Mach ich das hier so. Warte mal. So. Ich soll was aufheben für später. Ja, und ich hole dann mal ganz viel. Ach, heute ist Mittwoch, heute ist Ruhetag. Wir haben heute die auf. Ah, ich mal was am nächsten Tag machen. Dann könnten wir ja heute noch ein bisschen in die Höhle gehen, eigentlich. Versuchen noch ein paar Edlen zu erreichen, oder? Könnte man machen, ja. Heiden die. Hast du eigentlich Haustiere? Nein, aktuell nicht. Aktuell nicht? Aber du hättest gern wieder. Ja, und zwar das Gegenteil von dem Ding hier, was hier neben mir sitzt. Oh. Eine kleine Mietekatze. Genau. Ah. Es kann leider keine Mietekatze haben. Und ein Hund? Hm? Und ein Hund? Ich habe einen Hund. Ach ja, stimmt ja. Ein Hund, die habe ich. Nur ich habe halt Asthma und Katzenhaare reagiere ich ganz schlimm drauf. Daher geht das leider nicht. Ja, was gut. Sehr, sehr schade ist. Weil ich mag auch Katzen. Aber ja, da habe ich mir jetzt so ein bisschen auf Hunde. Aber Hundehaare sind okay. Das sehen wir auch komisch, oder? Nee, nicht alle. Also bei manchen Hundehaaren reagiere ich auch. Allerdings ist die Rasse, die ich habe, die verlieren keine Haare. Und da habe ich das Problem nämlich nicht. Oh, hier kann man wieder. Muten! Rassen, die halt das Problem nicht haben. Da reagiert und nicht darauf. Das ist das Gute. Wobei bei Katzenhaaren ist ja das eigentliche Problem eher der Speichel. Weil die sich ja immer ablecken. Und wenn die Haare verlieren, ist das ja dann dran und das ist dann eher das Problem sogar. Ja, ich hatte mal, wo ich ganz klein war, eine Katze. Und da wusste man das aber noch nicht. Ich hatte halt immer Luftbeschwerden und alles und keiner wusste halt warum. Als es dann rauskam, musste man die Katze dann abgeben. Und das war sehr traurig, das habe ich geheult. Weil ich wollte das ja nicht. Ich warte mal an der Höhle auf dich. Ja, ich bin auch gleich da. Das ist neues Futtern hier. Wieder voll machen, schon mal. So. Okay, los geht's. Ebene 10, auf geht's. Mal gucken, wie tief wir heute in die Höhlen vordringen. Ein gefährlicher Slime blockiert den Weg. Wir kämpfen tapfer und bringen ihn zur Strecke. Schon mal hier. Wir brauchen den Weg nach unten. Das ist ja ganz schön viel fallen. Ah, hier ist die Höhle.
weiter. Freunde. Ja, ich nehme gerade doch hier das Kupfer mit. Wir müssen uns halt mit dem wenig Platz im Inventar ein bisschen arrangieren. Wir können uns das ja aufteilen, wenn du sagst, du sammelst das eine, die eine Ressource, dann nehme ich das hier und andersrum halt. Dass wir uns den Platz gut aufteilen. Wir sind Leiter gefunden. 14. So, kommt noch eine Etage. Die Geode. Ah, Leiter gefunden. Easy. Komm da oben. So, Ebene 15. Bedingt. Auf der nächsten Ebene bekommen wir dann wieder ein Item. Ja. Mhm. So, alle 10 Ebenen gibt es ein Item. Und alle 5 Ebenen gibt es halt einen Aufzugsschacht. Vielleicht kann man das Item wieder für ganz viel verticken. Ich glaube, die bringen wirklich eher mehr, wenn du die anlegst. Oder nicht hier, oder? Also hier oben ist nix. Ah, Leiter. Na, ich mach gerade noch diesen Schleim hier weg. Aha. Auch eine Leiter, interessant. Im Schleim. Oh, da ist eine Leiter. Wo hast du die Item noch holen? Das ist ein Topaz, nehme ich an. Die ganz schnell killen, ganz schnell. Ganz schnell. Da werden die Fliegen draus. Wenn die dann immer, die werden so, die kriegen so eine Art Metallmantel. Wenn die den Metallmantel haben, dann kannst du die nicht mehr killen, dann werden die. Oh, da kommt einer. Vorsicht. Aua. Na komm. Aber dich. Nein, nicht schon wieder. Was? Ja, was wohl. Ja, es ist ja halt gerade noch in der Beta, ne? Du brauchst halt einfach nicht vergessen. Ja, aber das Spiel gibt's schon seit so vielen Jahren. Ja, aber der Multiplayer macht halt die Probleme hier. Zeit. Da muss auch der unterste Nomade. Stopp, 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 Made. Autsch. Noch mehr von hier ist eine Leiter. Oh, super, dann los geht's. Oh, Sandbank weg. Oh, Vorsicht. Weg. Oh, stirb, stirb. Oh nein. Die eine wird. Wo ist er? Fliegt die weg? Nein, nicht schon wieder! Alter, diese Fliegen! Das Schlimmste an diesen Monstern sind die scheiß Bugs. Lass uns schnell den Weg da unten finden, dann verschwindet der Bug. Okay, er ist weg. Igel, Achtung! Nein! Hier ist noch einer. Ja, meine Energie ist auch nicht mehr die beste. Aber so zwei Ebenen dürfen ja noch drin sein. Hast du noch was zu essen? Nee. Ich hab noch was. Weg. Oh nein, hier ist wieder so eine Larve. Stirb. Schnell, schnell weg. Guck mal hier. Wo ist er? Okay. Hier, steht jemand hier? Zwei Stück. Da kann ich gerade nicht mehr anfangen, genau. Hä? Ich kann irgendwie nicht essen. Ja, weil ich gerade wahrscheinlich die Anfrage gemacht hatte. Oh! Noch eine Ebene. Dann haben wir's. Leiter finden. Leiter hat Priorität. Dann gibt's wieder ein Item.
Juhu! Ding. Ja, dann. Und was gibt's? Ein Stahl-Kurzschwert. Wer will's haben? Du? Ja, nimm du mal. Okay, nimm ich das. Dann kannst du ein normales Schwert ja verticken. Mhm, kann ich machen. Hier hat man See zum Angeln, da gibt's dann andere Fische, ne? Aber dafür haben wir jetzt auch keinen Platz. Wollen wir erstmal zurückgehen, wegen dann auch Erschöpfung und so? Ja. Ich will auch noch Ringe, ich kann sogar schon einen Ring craften, da brauche ich noch ein übelst krasses Zeug dafür. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Das alte hat 2 bis 5 Schaden und das jetzt hat 4 bis 8. Und plus 2 Geschwindigkeit. Sehr geil. Und du hast jetzt ein Eisenschwert, oder was? Das ist ein Stahl-Kurzschwert. Kannst du das hier mitnehmen? Ich habe keinen Platz mehr. Ich auch nicht. Aber Essen geht immer. Essen geht immer. Gut, dann hauen wir uns mal hin. So. Oh, und ich schläft schon. Oh, gib mir Geld. Nice. Alter. Tag 18. So, das ist natürlich jetzt sehr verlockend. Jetzt haben wir über 2000. Sehr verlockend, aber eigentlich. Ich werde mal jetzt noch ein bisschen was holen gehen. Ja. Also an Zeug zum Anbauen, ne? Ganz viel. Wir sollten investieren. Wir sollten jetzt nicht gierig sein. Richtig. Der eine Teil von mir sagt: Kauf den Hühnerstall für 2000. Aber der andere Teil sagt: Nein, nachhaltig investieren in die Feldarbeit. Richtig. Dann können wir uns vielleicht noch mehr leisten als nur der Hühnerstall. So, ich gehe mal was hin. Ich gieß mal. Okay. Noch eine Lachsbirne. Uni, wieso sitzt du da vor dem Schmelzofen? Soll ich die reinschubsen oder was? Aber neue Aufnahme. Oh, ist der. Wie kann man denn vom Gießen so mega erschöpft sein? Die Gießkanne ist vielleicht schwer. Ja, irgendwann brauchen wir dann aber echt so ein Sprinklergedöns, weil. Ja, ich meine, irgendwann. Schon, also in normalen Sprinkler kann ich sogar schon machen, aber der ist sehr effektiv. Ich meine, irgendwann haben wir so viele Felder, dass wir das gar nicht machen können, weil wir immer erschöpft sind. Der Sprinkler, den ich schon bauen kann, der bewässert jeden Morgen 4 Felder. Ja. Das erinnert mich sehr an ein anderes Spiel, wo die kleinen Sprinkler auch nicht sehr viel gebracht haben. Ja, ich meine, gut, wenn wir davon 3-4 bauen, hilft das. Ich kann das umsetzen, kein Problem. Müssen wir die Felder umsetzen? Ja, erstmal noch nicht. Okay. Größeren dann, die machen eine komplette Fläche um sich. Lass mich hier rein in den Laden. Aus dem Laden auf, komm schon. Kleines Dorf, Mensch. Geht doch. Oh. Wow. Siehst du die Videosequenz? Ja. Was ist denn jetzt los? Willkommen bei Piers. Wie kann ich dir helfen? Ach, ich ahne es. Was ist das denn? Inspektor Columbo? Nee, das ist Joja-Markt. Kommt her, Leute. Gutscheine für 50% Rabatt im Joja-Markt. Für 50%? Nun, irgendjemand Interesse? Ihr Verräter! Nein, ich kaufe keine Hundekacke. Tut mir leid. Wow. Ernsthaft? Wie käuflich! Wie käuflich! Ich komme gegen diesen Preis nicht an. Ich werde Verluste machen.
Es muss schwer für dich sein, deine loyalen Kunden einfach so zu verlieren. Aber kannst du es ihnen verübeln? Der Joja-Konzern ist eindeutig die bessere Wahl. Bald wird der ganze Ort das verstehen. Niemals. Verpiss dich, Grinsekarte. Mach einen Abgang. Gut. Wir kaufen natürlich weiter bei Pia. Das ist selbstverständlich. Nun, also, ich gehe da mal zurück. Ich wurde her teleportiert. Suche nach Forellenbarsch. Zahle bar bei Lieferung. Du? Was ist dein Forellenbarsch? Ich habe 50 Pastinaken. Ich nehme mal den Quest dran an, ein Forellenbarsch. Hab ich mit dir schon geredet gehabt? Nee, ich glaube nicht. Scheiße, 2 Tage. Wo krieg ich einen Forellenbarsch her? Aus dem Wasser. Ja, aber wo? Fluss. Keine Ahnung. Ja. Lass dich überraschen. So. 300 Gold? Das sollte ich zumindest versuchen. Kannst ja versuchen, wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Hab ich mit dir schon geredet? Ich mal eine Angel. So, gegossen ist alles. Ich hab 50. Julia mag stinkt. 50? 50. Und ich hab nicht mal, ich hab 900 ausgegeben dafür. Das war ein Schnäppchen. Hat mir guten Preis gemacht. So, ich mach mal weiter. Okay. Ich jage einen Forellenbarsch. Tu das. Du kannst allgemein alle Fische, die du, wenn du Escape drückst, ne? Hast du ja rechts die Mülltonne. Oben drüber hast du aber auch das Gemeinschaftszentrum, diesen Baum. Da kannst du jederzeit nachgucken, wenn du draufklickst, kannst du jetzt die Speisekammer, Handwerksraum, kannst du da durchklicken. Da kannst du beim Aquarium auch gucken, welchen Fisch, ob du da einen hinpacken könntest, bei den Fischen. Aha. Wenn du das willst. Weil da kriegt man immer Belohnungen, wenn wir das fertig machen. Guck mal hier. Ach, zählt nicht. Okay, Brücke zählt nicht. So, bauen wir hier mal alles an. Hä? Jetzt kann ich hier nicht angeln. Okay. Hier gibt es doch bestimmt Forellenbarsch. Wir haben immer noch über 1000. Ja, ich habe bis 900 eingekauft. Ich kann noch mehr holen. Zur Not. Die wachsen ja recht schnell, das ist ja das Gute. Ein Hering! Das ist kein Forellenbarsch. Aber ein silberner Hering. Also ein richtig geiler. So. Perfekt. Ich habe irgendwie das Gefühl. Was denn? Eigentlich. Muss ich irgendwo an einer bestimmten Stelle angeln? Eigentlich nicht. Kann sein, dass du halt nicht im Frühling, sondern im Sommer angeln. Was ja, ist das? Alter, du. Ey, wie soll man das kontrollieren? Jetzt weißt du, warum ich nicht gerne angeln. Jetzt. Wow, dafür habe ich jetzt hier so rumgekrachzelt. Das ist ja wohl ein Witz. So, ich werde das wieder wegmachen. Es bringt nichts. Du müsstest es eh noch anders umbauen, dann irgendwie. Ich kann das wegmachen. So, fertig. Also ich habe so die Vermutung, dass es das Ding hier nicht gibt.
das gar nicht? Kann ich das nicht? Gut, ich angle mal woanders. Ich gehe mal auf den Steg. Hier ist nichts mehr zum Abbauen. Nee, das sieht alles normal aus. Gut. Der Laden hat schon zu jetzt. Wahrscheinlich war der Forellenbarsch dieses mega schnelle Ding, was ich nicht kriegen konnte. Kann sein. Nee, ich kriege hier nur Hering, Sardelle und Sardine. Was anderes kriege ich hier nicht. So. Wir könnten natürlich. Was natürlich. Oh. Und die immer bitte beiseite. Was auch was bringen würde vielleicht, wenn wir unsere Werkzeuge upgraden. Was könnten wir auch machen? Das wäre sicherlich auch mal sinnvoll. Ich bin ja voll der Meisterfischer. Ja, kriegst du es? Also ich habe schon richtig viele Fische, nur den einen, den ich brauche natürlich nicht. Alter, oh, oh, Alter, glaubst du hier? Nein, hallo, hallo, hier. Alter, voll der Turbofisch. Hast du voll, noch voll. Nein, Alter. Komm schon bitte, nein, nicht wieder nach unten. Du Kackfisch, das ist ja wohl ein Witz. Bedenke aber die Uhrzeit, ne? Ein Heilboot. 38 cm. Ja, okay, ich komme zurück. Also ich habe richtig viel gefangen. Cool. Das bringt uns morgen sicherlich richtig viel Geld ein, nur der eine Fisch war leider nicht dabei. Ich guck auch mal, ob wir das vielleicht auch für die Quests brauchen könnten. Eventuell. Heilboot könnte dabei gewesen sein, ich weiß es gerade nicht. Donnerstag, ist die noch da? Ich kurz gucken gehen. Wohin die Uhrzeit? Okay, wo kann man das nochmal sehen, was man braucht? Escape, da hast du rechts über der Mülltonne diese Gemeinschaftszentrumstafel. Mhm. Und da kannst du oben durchklicken, da hast du oben Pfeile jetzt, Aquarium, Heizraum, alles was freigeschaltet ist. Ja, ich kann die Pfeile nicht durchklicken. Wieso nicht? Keine Ahnung, bei mir steht wieder Brückenreparatur. Also, Handwerksraum steht bei mir wieder. Ich kann das nicht nachgucken. Vielleicht hast du die anderen mal angeklickt gehabt, vielleicht deswegen. Das kann natürlich ein Grund sein, ne? Ich vermute jetzt eher, dass ich das irgendwie auch nochmal machen muss. Nee, das gibt's sowieso immer. Aber ich nehme mir mal die Barren raus, weil dann habe ich diesen anderen Quest erfüllt. Aha, hast du fertig? Ja, er ist einfach weg. Ich habe dafür aber nichts bekommen. Also diesen Heilboot hebe ich mal auf. Du kannst ja eine rote Kiste packen dabei. Okay. Können wir uns aufheben, oder? Die anderen verticke ich aber mal. Der Heilboot könnte dabei gewesen sein. Ich hau mich schon mal hin. Wo hast du denn das Schmelzzeug reingetan? Ganz unten ist es. Okay. So, die anderen Fische. Und zack. Rein damit. So. Das gibt doch sicherlich jetzt auch nicht Geld. Weiß ich nicht. Das wird sich gleich zeigen. Oh, ja, Level cool. Up. Hofarbeit Stufe 3. Fischen Level Up. Ich kann ein Bienenhaus machen und ich kann eine Bauernmahlzeit herstellen. Jawoll, wenn ich eine Küche hätte, könnte ich für uns kochen. Alle sind voll reich. Das kostet 10.000, ne?
Na, so langsam wird's. Soll ich noch mal ein bisschen was investieren? Jetzt ist wieder dieses Zwiegespaltene in mir drin. Ah, es regnet, sehr gut. Dann renn ich mal instant los. Nachdem du die Briefe gelesen hast. Hallo Tani, hast du dich schon an das Leben gewöhnt? Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich extra geraten. Oh, 500 Geld beiliegen. Oh, danke schön. Frischen Blumenkohl, was? Willst du die machen, die Quest? Ich habe extra nochmal frischen Blumenkohl weggelegt für Quests. Ja. Brauchst du bloß bringen? Willst du die anhören? Ja, wie sieht denn frischer Blumenkohl aus? Ganz oben in der roten ist das drin, wer denn schon? Oh, hier ist einiges gewachsen. Sehr nice. Blumenkohl, hier. Ja. Auf dem Feld ist auch nochmal einer. Hier auf dem Feld ist einer, falls du den willst. Ach so. Ja, der hier. Okay. Ich bin auf dem Weg. 2800! Was? Mhm. Okay, sie war doch... War sie nicht die, die ganz oben wohnt? Jodie? Genau, oder? Die Frage, ne? Ich glaube, das war die, die hier ganz oben wohnt. Mhm. Wo ich immer falsch hinlaufe, das ist doch ein Witz, ey. Ich meine, das war die, die unseren Hof auch irgendwie aufwertet. Ist das die? Bin ich mir gerade. Du kannst da einfach gucken, wer das ist. Das ist die gar nicht. Jodi. Nee, das ist die nicht. So sieht Jodi die aus. Ich dachte, ja, die ist irgendwo unten in der Stadt. Ich glaube, die wohnt in ein der zwei Häuser ganz unten im Süden der Stadt links. Ich werde noch ein bisschen was holen. Ich baue noch ein bisschen was an. Hm. Wir nutzen das aus. Ich muss ein gutes Geld haben. Das ist natürlich jetzt die Frage. Oh, hier ist auch nochmal eine Quest. Wer ist das? Keine Ahnung, wer das ist. Evelyn will eine Kartoffel haben. Ja, okay. Geh hier rein. Ich weiß immer nicht, wo die Leute sind. Ich sag's nur ungern, aber für 2000, na, gibt's einen Rucksack. Hä? Die ganzen Häuser sind leer. Die kann irgendwo sehen, wahrscheinlich. Hier. Du bist das doch, oder? Soll ich mal einen Rucksack holen? Ja, hallo, hier, ich hab dein Blumenkohl, Fräulein. Ich kann nicht abgeben. Hallo, Blumenkohl, hier. Ah. So. 350! Jawohl! Hm. Was denkst du? Wo? Rüber. Soll ich einen Rucksack holen? Ich weiß nicht, ob das nur für mich zählt oder für uns beide. Ja, sicherlich nur für dich. Sonst müsstest du nochmal 2000 dann und dann. Nee, also zwei Rucksäcke machen ja keinen Sinn. Wir müssen ja auch irgendwann mal mit der Farm vorankommen. Wenn dann ja. Dann hol dir den Rucksack. Und für dich. Dann kannst du in der Mine halt doppelt so viel farmen. Ansonsten holst du dir dann später auch noch eben. Ich guck mal, vielleicht kostet er für uns beide. Und ich kaufe ihn. Große Tasche. Dort erhalten der Inventar wurde auf 24 Plätze vergrößert. Ich habe jetzt zwei Bahnen. So. Ich bin gerade am Angeln. Aber ich habe es sicherlich nicht. Oh, hoffentlich hast du es aber auch. Nein, ich habe das niemals. Nee, natürlich nicht. Ich habe natürlich eine. Ja, dann kriegst du bei der nächsten 2000 hast du dir eine Erweiterung. So, noch mehr Pastinaken.
Hier oben noch. Also, ich werde das Gefühl nicht los, dass man die hier nicht fangen kann. Aber wieso sollte die mir einen Quest geben vom Fisch, den man nicht fangen kann? Mhm. Oh, das ist wieder ein schwieriger. Ja, richtig schwierig. So. Komm schon. Das Feld wurde ein Stück erweitert. Sehr gut. Und wenn ich gleich wiederkomme, ist da einfach nur alles voller Felder. Nö, es ist ein ziemlich großes Feld. Höhle lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ah, dann tue ich noch ein bisschen. Das Feld frei machen hier unten. Ich habe so die Vermutung, dass ich vielleicht irgendwie eine bessere Angel brauche oder Köder oder irgendwie sowas. Ansonsten fange ich keine besseren Fische. Ich glaube, es gibt eigentlich bessere Angeln. Ich weiß es gar nicht, ob es bessere Angeln gibt. Kann aber sein. Ich glaube, mit dieser Angel wird das nichts. So. Alter! Hier noch überall. Hm. Also ich fange hier echt gut Fische. Auch einige, aber... Was ist das? Ich habe hier so eine Kiste. Hä? Hätte ich die jetzt mitholen müssen? Wenn du die extra, also wenn du die auch noch mitkriegst, während du den Fisch fängst, dann kriegst du halt noch ein extra Item, was du quasi. Ja gut, der Fisch war immer ganz unten und die Kiste war immer ganz oben. Das, ja, das ist nicht schlimm. Der Fisch kann ja gar nichts. Oh, hier, komm! Ein Fisch! Bleib doch bitte! Die Fische bleiben auch möglichst immer weit weg von den Kisten. Mhm. Alter, wie viele Fische gibt's denn hier unten bei dem? Alle 3 Sekunden irgendein Fisch? Gut, die Ecke hätten wir auch ganz gut abgeerntet hier. Ich sehe schon, ich bin hier fürs Angeln zuständig. So. Mega, mega schneller Fisch! Gut und schlecht. Und mein Inventar ist voll. Alter. Das ist auch schlecht. Nein! Alter, wie soll man den denn kriegen? Wie? Das geht nicht! So, und die hat das noch was. Den kann ich auch was. Kann ich nochmal. Du! Ja, okay. Dieser kleine Kackfisch. Alter. Was ist los? Also geht. Alter. Oh. Nein, 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 nein. Alter. Es ist ein Kampf. Es ist ein richtiger Kampf. Nein. Ich hör's schon. Nein, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn fast. Yes. Ich hab einen Aal. Ein Aal? Hä? Hey, lol, Moment. Wieso habe ich jetzt einen zweiten Inventar? Hä? Du hast eine zweite Inventarwahl, ne? Moment, nee, Moment. Ich hab mir jetzt irgendwo anders hin. Nee, hä?
Der alles weg. Kann es sein, dass der bei mir zu Hause ist? Nein, wieso sollte er bei dir zu Hause sein? Weil er jetzt irgendwo anders ist, in der Kiste oder so. Da wurde mir jetzt in der Kiste angezeigt. Ja, lol. Heilwood ist hier in der Kiste. Nee, hä? Also ich habe gerade einen Aal und er war in der Kiste, weil mein Inventar war voll. Hä? Nein. Wo ist denn? Ich guck mal, deine Kiste. In deinem Haus vielleicht? Nein. Ja, und wo ist der jetzt? Ich habe ihn Alter, der war mega schwer. Der ist bestimmt mega wertvoll. Warte mal, ich habe auch eine Kiste in meinem Haus. Ist. Hä? Nö, der ist hier nirgendwo. Also hier ist er nicht. Ja, wow. Die spawnt. Geil. Ich guck mal, ob ich angeln kann. Hä? Ich versuche es jetzt auch mal. Der war mega schwer, der Aal. Also ist jetzt einfach despawned, weil ich keinen Platz hatte. Und wieso? Ja, oder liegt der da noch? Der kann jetzt nicht einfach weg sein. Wie kacke ist das denn? Oder hätte ich jetzt irgendwas wegschmeißen müssen oder so? Keine Ahnung. Ich esse mal hier gerade sicherheitshalber die Kekse. Da ist lieber frische Beeren, das ist viel leckerer. Liegt der hier jetzt? Hätte ich irgendwas machen müssen? Ich weiß es nicht. Bam. Nee, ich sehe jetzt auch nichts mehr. Da können wir lieber zurücklegen. Ja. Wir müssen übrigens auch die Folge beenden. Die ist schon ein bisschen drüber. Oh ja, ich sehe es gerade. Tja, wo ist der Aal? Er ist weg. Gut. Ich warte mal vom Haus auf dich. Oder wollen wir es gleich hier beenden? Ich bin in ein paar Sekunden da. Okay, ich warte vom Haus. So, und da bin ich. Gut, dann würde ich sagen, war's das für die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.